Nee, das können wir nicht mehr gewinnen. Das können wir nicht mehr gewinnen. Ja, die hauen auch ab. Gut. Hier hauen noch mal ein paar Russen ab. Die Einheiten hole ich jetzt auch mal da raus. Wir können natürlich mal versuchen, hier einen Sturmangriff zu machen auf die. Sehr müde sind sie. Ah, das bringt nichts. Dann wollen sie besser schießen. Der General, der kann mal die russische Kriegsartillerie angreifen. Wir kämpfen gegen die Russen im Nahkampf. Ja, die russische Artillerie, die verlieren sie noch. Gebrochen, gebrochen. Okay. Die hauen ab. Unsere Einheiten sollten wir vorsichtig aber auch nochmal zurückziehen. Das Haus ist aber ziemlich zäh, das finde ich schon mal gut. Die Einheiten sind ziemlich standhaft hier von uns. Die Handmesserkompanie der Russen verliert ziemlich viele Truppen. Geht mal schwerpunktmäßig auf die Handmesser, bitte, das ist wichtiger. Ja, die Russen stürmen jetzt aus allen Himmelsrichtungen vor. Da haben wir nicht mehr so die prallen Chancen. Die Garde Archival schießen wir ab. Die sind erschöpft. Und ich denke, im Nahkampf werden die auch nicht mehr so viel bringen. Gebrochen. Elf. Wenn wir ihn noch besiegen, könnten wir es gut erschüttert. Ja. Die sind doch auch ziemlich teuer. Ja, jetzt kommen die Russen natürlich aus allen Himmelsrichtungen. Die Russen sind auch erschöpft, die aber auch, also von daher... Von den vielen Nahkämpfen und auch vom vielen Schießen sind die immer sehr erschöpft. Das ist immer so ein leichtes Problem. Jetzt können wir nochmal schießen vielleicht. Und die Einheit hier im Haus, schießen die? Nein, aber die sind noch außer Atem erst, also die könnten noch... in einem möglichen Kampf den Vorteil haben, nicht erschöpft zu sein. Das ist ein möglicher Nahkampf. Weil die Russen, ich würde die eigentlich schon gerne ins Haus locken. Ja, sehr schön. Ja, schießt. Das ist so gut. Ja, aus allernächster Nähe kriegen die Russen einen drauf. Der General liegt auch mal noch. Den stecke ich mal noch hinters Haus, damit es noch sicherer wird. Der ist auch erst müde. Da kommt noch sehr müde und dann erschöpft. Oh je, die sind erschöpft, aber die... Unsere Jungs sind tapfer. Da hauen die Russen sich schon am Wanken. Unsere sind standhaft, das ist besser. Oh, jetzt sind wir ziemlich viele, aber die Russen verlieren auch ziemlich viele. Und hier ist auch Nahkampf oder noch Fernkampf? Hier ist noch Fernkampf. Fangen die wieder an zu schießen? Ihr könntet jetzt eigentlich, ne? Das Haus ist sehr zäh, also erst 26% Schaden. Ist natürlich sehr ärgerlich, wenn die Artillerie uns einfach das Haus wegschießen würde, aber es wird wohl eher nicht passieren. Nice, uns auch am Wanken. Ne, stopp. Ey, Wanken. Und die hauen jetzt abgebrochen, okay. Ja, und da ist es dann auch, hat es erledigt, ne? Aber die haben noch viele Russen auf dem Gewissen. Jetzt wird hier auch geschossen. Das seht ihr, irgendwie hört es auch mal. Da. Ah, da ist wieder einer weg. Also die Russen haben definitiv höhere Verluste als wir. Bin ich mir ziemlich sicher.
Jetzt finden wir auch die ersten Männer im Haus. Aber... Schieß doch mal! Ja, machen sie. Sehr schön. Das sind unsere. Aber die Russen, da sterben auch. Jetzt, uiuiui. Junge, das geht alles in die Gebüsche und Häuser und die Scheunen. Ja. Wir haben natürlich Deckungsvorteil, ne? Die sind doch, die, oh, die sind doch gefährlich natürlich. Also ich dachte, die können wir eigentlich nicht mehr gewinnen, das ist klar, aber die sind frisch. Wir können natürlich die General mal versuchen, hier auf die nochmal drauf zu gehen. Und die wenigstens noch irgendwie zu besiegen. Während wir gleichzeitig die so ein bisschen abschießen. Und wenn der General durch ist, können wir da hinten noch vielleicht die Artillerie ausschalten oder so. Die sind schon gebrochen. Auf die wird auch noch drauf geschossen. Erschüttert, alles klar, das reicht. Aktiv. Vielleicht können wir die General ja so ein bisschen hier rum... Oh, Vorsicht, Regiment zu Pferde. Aber erschöpft. Mal sehen, wo ich rumgehen kann. Besser die hier da hinten, ja? Das haut erstmal ab. Auf die schießen wir auf. Wir schießen auf alles, was hier jetzt rumläuft. Außer Atem. Ich möchte gerne diese Artillerieeinheit da hinten noch besiegen. Die Russen sind erschöpft. Vielleicht haben sie im Nahkampf so einen Nachteil, dass sie es irgendwie nicht schaffen. Also von der Zeit her werden wir es nicht schaffen. 25 Minuten. Da, die sind auch schon am Banken. Und die verlieren auch die Pferde. Sehr, was soll das noch gewinnen? Also zumindest verlieren die Russen auf den letzten Meter nochmal richtig Einheiten. Das ist schon mal gut. Die sollen nochmal rennen. Auf jeden Fall schießen jetzt alle aus allen Richtungen. Wird jetzt geschossen aus dem Haus. Und die hier sterben russische Soldaten. Und zwar nicht zu knapp. Boah. Die sterben ja hier. Das waren gerade eben noch 86, jetzt sind schon 78 nur noch. Nicht schlecht. Die sind... Die versuchen uns da rauszuschießen. Wir haben erst 10 Leute verloren. Ihr seht schon an den Leuten, die hier rumliegen, das sind fast alles Russen. Also das ist irgendwie eine Verlustquote von 1 zu 10. 30% Schaden. Die sind sehr schnell müde geworden jetzt. Brauchen erstmal wieder eine Zeit für sich. Da ist die Artillerie. Ja. Oh, ist, oh, oh, oh. Ach, die hat die Ecke 50% Schaden. Jetzt müssen wir aufpassen. Oh, jetzt geht's doch recht. Ja, 37. Deswegen muss die Artillerie da weg. Komm, jetzt mit Galopp. Yeah. Außer Atem sind die auch schon, die Artilleristen. Munition haben wir noch reichlich. Sehr müde. Ja. Vielleicht. Mal sehen. Ich hoffe, dass wir... Mitgenommen. Ich hoffe, dass wir es schaffen. Wird knapp. Aber alle Kanonen könnten die Russen schon mal nicht mehr wieder besetzen. Ja, gebrochen. Ha! Erschüttert. Sehr schön. Und gleich weiter. 124 Leute haben wir noch. Und noch 7 Munitionspunkte. Wenn ich zähle das Ganze jetzt. Schießen wir noch.